Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen heute Morgen hier in der Lutherkirche zum Gottesdienst und auch allen am Livestream, die den Gottesdienst mitverfolgen zu Hause und mitfeiern, mitbeten, mitsingen. Vom Glauben überrascht sind wir manchmal, wenn wir spüren, wie der Glaube an den lebendigen Gott uns trägt. Vom Glauben überrascht sind wir manchmal, wenn wir erfahren, dass wir Vertrauen haben, obwohl wir meinten zu zweifeln. Vom Glauben überrascht sind wir manchmal, wenn wir spüren, dass ein anderer Mensch uns vertraut, obwohl wir uns fragen, ob wir selber vertrauenswürdig sind. Und ich wünsche uns, dass dieser Gottesdienst uns durch Gottes Wort, durch das Reden unseres Herrn dazu führt, dass wir neu Glauben fassen, Vertrauen wagen zum Herrn selbst. Jesus selbst ist überrascht, wenn wir glauben. Er freut sich darüber und er legt ein ganz großes Versprechen darauf. Dies feiern wir heute miteinander und wir wollen das erste Lied miteinander hören, die 293. 293 wollen wir hören. Worte von Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet, und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Yeah.
Barmherziger Gott, himmlischer Vater, unser Retter, du schaffst, erhältst und vollendest alles durch dein gutes Wort. Sprich es auch in unsere Nöte und Ängste, damit wir sie durch deinen Beistand überwinden und dir für deine Hilfe danken. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 5 bis 12. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Singen das Lied 43 als Glaubensbekenntnis aus dem Roten Gesangbuch 043. Das ist unser Glaubensbekenntnis, zu dem wir stehen. Thank you.
Und wir nehmen wieder Platz und laden die Kinder zum Kindergottesdienst ein. Also für die Kinder, die gerne mit ins Lutherhaus gehen wollen, ist jetzt der Moment, dass ihr losgeht. Felix? Segne du die Kinder mit ihren Eltern, jetzt auch drüben im Kindergottesdienst. Lass sie überrascht sein und staunen über alles, was du tust. So segne du den Kindergottesdienst. Amen. Einen guten Weg. Du gehst voran. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns beten in der Stille. Lass du uns deine Stimme hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, hier in der Lutherkirche oder auch am Livestream zu Hause. Dieser Bericht vom Hauptmann von Kapernaum aus dem Matthäusevangelium könnte ich überschreiben: Überrascht vom Glauben. Und ich will es in drei verschiedenen Schritten einmal auch versuchen, für uns verständlich zu machen. Dreimal vom Glauben überrascht. Erstens, Jesus staunt über das Vertrauen des römischen Hauptmannes. Er ist wahrscheinlich kein Jude gewesen, auch kein Christ natürlich. Er war einer, der seinen untergebenen Soldaten Kommandos befiehlt und erwartet, dass sie präzise ausgeführt werden. Er war irgendwie religiös, aber zuallererst war er Römer. Und nun kommt er zu Jesus und er bittet ihn für einen seiner Knechte. Wir wissen nicht genau, aber es muss einer gewesen sein, der dem Hauptmann am Herzen lag. Vielleicht ein Freund, ein liebgewordener Diener oder auch jemand aus der Familie. Der Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Er ist nicht mehr frei, er kann sich nicht richtig bewegen, er liegt, hat Schmerzen und es ist schlimm mit anzugucken. Und Jesus heißt ja Hilfe, Jeshua, ganz der Messias, der Arzt und Retter sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Wir hätten gejubelt und hätten gesagt, ja, ja. Der Römer aber sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst.
Ich respektiere dich, denn im Hause eines Heiden würdest du dich nach dem jüdischen Gesetz verunreinigen. Ich habe Sünde an mir. Ich habe kein Recht, dich überhaupt zu bitten. Ich habe kein Recht, dir etwas zu befehlen. Nein, ich kann es gar nicht annehmen, dass du zu mir kommst in das Haus eines ungläubigen Römers. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort, wenn du, Jesus, ein Wort sagst, dann geschieht was. Er weiß es. Worte und Befehle wirken. Und das sagt dieser römische Hauptmann, und er weiß, wie wirkungsvoll Befehle und Worte sind und wenn er seinen Soldaten Befehle gibt. Ich durfte in meiner ersten Stelle als Pfarrvikar im Nordschwarzwald einen Militärgottesdienst halten. Ich war jung, die anderen Soldaten waren jung. Es waren ungefähr 100 gekommen. Ich hatte ein Ringbuch in den Händen und zum Aufstehen im Gottesdienst gab ich ein Zeichen mit dem Ringbuch. Also ich wippte es leicht nach oben und wie eine Mauer standen alle Soldaten plötzlich auf. Ich wippte erneut mit dem Ringbuch und alle setzten sich hin. Ich war überrascht, wie schnell und wie selbstverständlich und wie auf das Kommando fixiert die Soldaten waren. Das kannte ich so aus der normalen Gemeinde nicht. Bis manche Konfirmanden aufstehen, ist ja fast die Lesung beendet. Aber bei diesen Soldaten, sie waren gewohnt, der Befehl bewirkt etwas. Ich hätte ja auch gerne öfters mit dem Ringbuch gewippt, aber ich habe dann gedacht, es reicht, wenn ich es dann zum Segen nochmal mache. Aber der Hauptmann weiß, sprich nur ein Wort und das, was dieses Wort sagt, wird passieren, denn Jesus, du bist Gottes Sohn, du bist mit dem Schöpfer verbunden, du hast so viel Macht, dein Wort kann auch über Entfernungen hinweg Wunder tun und gesund machen, mach es bitte. Und Jesus erstaunt, er ist überrascht, überrascht von dem Vertrauen des römischen Soldaten, überrascht, denn solch einen Wortglauben hat er in Israel noch nicht erlebt. Und wer glaubt, dem steht der Himmel offen. Egal, ob er aus Israel kommt, ob er Jude, Grieche oder Römer ist, der Glaube an das Wort Jesu ist es. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und Jesus preist das Vertrauen des römischen Hauptmannes. Jetzt die Frage an uns, können wir dem Wort von Jesus Vertrauen schenken? Das Zweite. Immer wieder die gleichen Bilder seit über 10 Jahren. Akten, Kommissionen und dann scheibchenweise die Wahrheit. Missbrauch in der Kirche. Meist in der katholischen Kirche, aber es gibt es auch in evangelischen Gemeinden. Und wir sind erschüttert, gerade dort, wo Menschen, wo Kinder sicher in Frieden und zur Lebenskraft Gottes eingeladen werden, wo sie Geborgenheit und Seelenkraft finden sollen, da passieren böse Taten und grausame Verletzungen. Von denen, die das Wort Gottes weitersagen, die Nächstenliebe predigen oder gar sexuelle Moral und strenge Ordnungen einfordern. Und nun? Wir können uns nicht zurückziehen auf einen persönlichen kleinen Glauben in unseren eigenen vier Wänden. Die gesamte Christenheit bei uns ist gelähmt, krank und leidet große Qualen. So groß, dass selbst moderne Bischöfe und mutige Aufklärer versagen. Herr, die Kirche liegt zu Hause, gelähmt und leidet große Qualen.
Ja, sie kann nicht mehr. Kein Wunder, dass sie nicht die Jesusbotschaft als Lebensgrundlage weitergeben kann. So wenige Vertrauen der Kirche und ihrer Botschaft, das ist krank und lähmt. Mir scheint es so, dass diese letzte Institution, dieser letzte Entwurf einer Story fürs Leben nun unterzugehen droht. Nachdem also schon Kommunismus und Sozialismus nicht mehr diese Erzählung für ein Leben geben kann. Auch Nationalismus, auch der Kapitalismus mit seinem Raubbau und nun der christliche Glaube. Identitätsstiftend, ohne mich, sagen viele. Ich brauche keine Predigt, keine Pfarrer, keine Kirche, keine Priester. Ich brauche keine Bibel, keinen Gottesdienst. Können wir heute Jesus noch mit Glauben überraschen? Also ich frage, ob unser Glaube noch da ist. Herr, die Kirche liegt zu Hause, gelähmt und leidet Qualen. Jesus sagt, ich will kommen und sie gesund machen. Herr, wir sind es nicht wert, dass du unter das Dach der Kirche kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird deine Kirche gesund. Jesus sagt, ich will kommen und sie gesund machen. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Gehen wir in unsere Gemeinde, glauben wir, dass Jesus uns heilt, auch und gerade mit Offenheit, mit Aufklärung, mit Schuldvergebung und Neuanfang. Halten wir fest am Herrn der Kirche, damit wieder Vollmacht und Kraft von ihr ausgeht und nicht Doppelmoral und Bosheit. Wir Christen haben einen Herrn, der das Vertrauen auf sein Wort schätzt und darüber staunt. Er macht heil. Findet Jesus bei uns Glauben oder muss er uns sagen, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Die Kinder des Reiches, die Kirchenmitglieder, denen alles egal war, den Kirchenleitern, die in reichen Diözesen wirken oder in Landeskirchen mit einer großen Tradition der Reformation von weltweiter Bedeutung, aber eben nicht solchen Glauben haben? Vertrauen wir dem schlichten Wort Jesu und bitten wir um Heilung? Können wir Sünden benennen, Schuld bekennen? Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und die Kirche wurde gesund zu derselben Stunde. Und das Dritte. Spaziergänge in Sachsen, die keine Spaziergänge sind, sondern ein Auszug aus der Demokratie. Auch Christen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen und laufen einfach mit. Gehen wir damit auch zu Jesus. Es sind auch unsere Schwestern und Brüder. Sie liegen vielleicht nicht zu Hause, gelähmt, aber etwas macht ihnen Angst. Etwas lässt sie leiden und verstört sie. Jesus will kommen und gesund machen. Die Corona-Pandemie ist dabei gar nicht so direkt das Thema. Es war ja auch bei den Fragen zu Migration und Asyl so. Mit konkreten Fakten konnten wir kaum jemanden umstimmen. Und nun Corona. Mit Gesundheitsfakten können wir viel nicht erreichen. Es geht um die Gedanken in den Köpfen und die verletzte Seele. Ich werde übergangen, ich werde fremdbestimmt, ich will mir meine eigene Welt machen.
Die globalisierte Welt überrollt mich. Ich muss mich schützen. Ich mache nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr. Ich liege zu Hause und bin gelähmt und leide große Qualen. Was früher Aussteiger waren, die nach Indien gefahren sind und der Leistungsgesellschaft den Rücken gekehrt haben, das sind manchmal heute jene, die sich abtrennen von der Demokratie, die kein Vertrauen mehr haben. Und unkritisch laufen dann Christen neben Rechtsextremen. Und wir in Plauen wissen aus der Geschichte, wie unbemerkt furchtbare Diktatur daraus wachsen kann. Wir Christen dürfen nicht mit Leuten gemeinsame Sache machen, die menschenverachtend und mit Lüge sich Einfluss sichern wollen. Ich wünsche mir, dass wir einander Jesus Christus anbefehlen und seine Heilungsmacht. Einmal als Heilung von allem Misstrauen und von der lähmenden Pandemie sowieso und zugleich von der Vertrauenslosigkeit zueinander. Wir können neu lernen, einander zu vertrauen, weil dieses Vertrauen auf das Wort so eine große Verheißung in sich trägt. Und so wie 2015 keine Welle von Flüchtlingen uns hat untergehen lassen, so wird auch Impfangebot und Impfpflicht und Corona-Hygiene und Mund-Nasen-Schutz uns nicht untergehen lassen. Ja, natürlich ist es nervig und wir wünschen uns das alles viel freier und ungezwungener und dass wir ganz frei hier singen und eng beieinander stehen dürfen in Gruppen und Kreisen. Aber es geht vorüber. Und damit es wirklich auch in der Tiefe vorübergeht und uns nicht als Nebenschäden vom Vertrauen abhält, auseinanderreißt, beten wir: Herr, sprich nur ein Wort, so wird unser Miteinander wieder gesund. Und Jesus sagt: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich will dem Wort Jesu vertrauen, das uns Heilung und Segen zuspricht. Und ich bin mir bewusst, dass ich es nicht wert bin, dass er sich um mich kümmert und dass er sich um mich müht. Aber ich will sein Wort hören, weil es heilt. Sein Wort ist die Rettung. Er braucht nur ein Wort zu sprechen. Liebe Gemeinde, sein Wort. Liebe Konfirmanden, sein Wort. Darum sind wir hier. Darum hören wir nicht nur die vielen Worte den ganzen Tag über. Darum wollen wir auch nicht nur vertrauen auf die Worte, die wir miteinander austauschen oder die wir in uns selbst finden, sondern wir hören auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Sein Wort, sein Reden aus der Bibel, seine frohe Botschaft, jetzt mit dem Geschehen von dem Hauptmann von Kapernaum, so wie damals, wird Jesus staunen, wenn wir ganz neu seinen Worten vertrauen und daraufhin losgehen. Mit seinem Wort nachher nach Hause gehen. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und so gehen wir in die neue Woche und nehmen sein Wort der Heilung mit. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und unsere Kranken befehlen wir ihm an. Und unsere Kirche braucht Heilung. Und unsere Stadt und unser Land braucht seinen Frieden. Herr, sprich nur ein Wort. Amen. Wir hören und lesen mit die 091 aus dem Roten Gesangbuch.
Wir wollen in unsere Fürbitte mit aufnehmen, aus diesem Leben abgerufen und christlich bestattet wurde, Herr Peter Dietmar Horn aus Kauschwitz. Er starb im Alter von 75 Jahren. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, himmlischer Vater, wir befehlen dir die Hinterbliebenen unseres Verstorbenen an. Du hast ihnen viel Liebe und Tatkraft genommen. Aber auch gute Erinnerung bleiben, Dankbarkeit und alles, was du hineingelegt hast in das Leben unseres Verstorbenen. So tröste du, richte du auf durch dein Wort. Und lehre du uns selbst bedenken, auf dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr lebendiger Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich um Vertrauen zu deinem heiligen Wort. Wir bitten um Glauben an die Wirkmacht deines Redens. Vergib uns, wo wir stumpf geworden sind und dir nicht vertraut haben. Wir möchten gerne deine Wunder erleben und bitten dich, sprich nur ein Wort. Sprich dein Wort der Heilung über alle unsere Kranken. Wir nennen dir ihre Namen in der Stille. Rühre du sie an mit deiner Kraft. Herr, sprich dein Wort der Heilung hinein in die Pandemie. Bewahre vor Leichtsinn, Ignoranz und Übertreibung, damit wir nüchtern und wach bleiben, damit wir klug und bewahrt diese Zeit aushalten. Sei bei denen, die in großem Leid sind, weil sie liebe Menschen verloren haben oder geschwächt und gelähmt die Folgen spüren. Hier, Herr, wir glauben, dass du nur ein Wort zu sprechen brauchst. Jesus Christus, dir bringen wir unsere Christenheit in unserem Land, unsere Kirchen und Gemeinden, gelähmt und schwach. Sprich du dein Wort. Lass dein Wort in ihnen wohnen, mache sie gesund und gib du Mut und Kraft zum Neuanfang, wo Schuld und Vergehen deine Gegenwart vertrieben hat. Herr, reformiere du deine Kirche und fange bei mir an. Sprich du dein Wort,
Und wir beten mit und unseren Geschwistern und Gemeinden und Kirchen Russlands und in der Ukraine. Hilf du zu neuer Hoffnung, zu Zeichen des Verständnisses. Nimm du die Angst und die Furcht und gib, dass die Gemeinden sich nicht als Geiseln vorkommen von Macht und von Gewalt und Drohung. Gib du all den Menschen an den Grenzen und in den Ländern deinen Frieden. Und fange du bei denen an, die regieren und die Macht haben, dort in den Ländern und auf der ganzen Welt. Überall dort, wo mit Waffen und mit Worten Misstrauen geweckt wird. Herr, sprich du dein Wort, mach die Herzen hörbereit und gib den Kirchen dort Vollmacht und Friedenseinfluss. Wir bitten dich, erbarme du dich. Und Herr, alles, was uns bewegt, die kommende Woche, alle Gedanken und alles, was uns umtreibt, bringen wir dir und beten gemeinsam vertrauensvoll. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir danken herzlich für die Kollekte vom Sonntag vor 14 Tagen, die für unsere Gemeindearbeit bestimmt war. Sie betrug 231,90 €. Herzlichen Dank auch für die folgenden eingegangenen Spenden: 285 für unsere Gemeindearbeit, 444,20 € für die Orgel, 100 € für Brot für die Welt, 58,81 € für den Erhalt der Lutherkirche, 50 € für Übertragungstechnik. Das Dankopfer, was wir am Ausgang einsammeln, ist für unsere Gemeindearbeit bestimmt. Gott der Herr, segne Geber und Gaben. Und jetzt hören wir was zum Orgelprojekt von unserer Kantorin. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass das letzte Nachfüllen unserer Kugeln, also unseres Spendenbarometers, im Mai passiert ist. Wir haben lange gewartet auf eine eventuelle Zusage von Förderungen und, wie Sie vielleicht in der Zeitung gelesen haben, haben wir großen Rückenwind bekommen von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung unter Sparkasse Vogtland, die uns gemeinsam unterstützen. Allerdings mit einer Bedingung: es ging ihnen darum, dass sie wirklich die schönste Orgel unterstützen und nicht bloß eine schöne. Und deswegen wurden Pläne aus einer Schublade geholt, in dem die Orgel jetzt nicht wie geplant die Pfeifen von zwei Manualen aus bedient werden können, sondern wir haben umgedacht, es wird jetzt so sein, die Pfeifen des ersten Manuals, also Sie müssen sich vorstellen, das Manual ist eine Tastenreihe und ich kann mit dieser Tastenreihe die Register des ersten Manuals bedienen
Und die werden dann jetzt in diesem Bereich stehen, was Sie jetzt vielleicht, wenn Sie sich umschauen und sehen können, jetzt schwarz hinterlegt ist, also vorne im Prospekt, aber unten. Und dann wird es ein Oberwerk geben, das heißt, das zweite Manual werde ich dann Pfeifen bedienen, die alle in dem oberen Bereich drinne stehen werden. Und dann gibt es ein Schwellwerk und das sind Pfeifen, die stehen dann hinter der schwarzen Wand, also hinten im Turm drin. Das heißt, es werden nicht mehr Register, es werden nicht mehr Pfeifen, sie werden nur anders angeordnet. Das Gute und das Wichtige und das Denkmalpflegerische daran ist, das, was vorn drin ist, Hauptwerk und Oberwerk, wird quasi die Mendeorgel, die einmal hier drin gewesen ist. Und romantischere Register, die eben auch noch reinkommen sollen, die stehen dann hinten drin, sodass ich wirklich Mende spielen kann. Ich kann aber auch, oder die Organisten, die dann dran sitzen, werden romantische Musik spielen können, Barockmusik, romantische Musik, zeitgenössische. Ist dann alles möglich. Das können wir uns jetzt leisten aufgrund dieser großen Förderung der Sparkassenstiftung und der Sparkasse Vogtland. Wir haben die schon eingefüllt. Und was wir jetzt noch einfüllen wollen, sind die Spenden, die im Laufe des Dreivierteljahres auch von uns, von Ihnen eingegangen ist. Und das macht jetzt mal noch der Jörg Simmert. Wir haben jetzt insgesamt einen Finanzierungsstand von 563.000 Euro. Also eine Zahl, die macht einen fast schwindlig, aber Sie sehen, dass da immer noch was fehlt. Und dass die Orgel etwas teurer geworden ist durch den dreimanualigen Aufbau, ist das eine. Das andere ist, dass aber leider auch noch ganz viel Geld kosten die Handwerker, die momentan in der Orgel unterwegs sind. Nämlich Heizungsbauer, Elektriker, Putzer, Maler. Also die Räume hinten drin sind ja seit 100 Jahren nicht mehr renoviert worden und müssen jetzt auch renoviert werden. Es musste ein neuer Heizkörper reinkommen. Es ist in Eigenleistung hier aus der Gemeinde ganz, ganz viel passiert an alten Sachen rausschaffen und rausschlagen. Der Jan Herrmann könnte da jetzt Romane erzählen, was er noch alles gefunden hat. Und wir müssen aber diese Nebengewerke auch bezahlen und deswegen fehlt eben immer noch so viel. Wir hoffen jetzt in diesem Jahr noch auf Förderung. Wir haben Anträge gestellt bei der unteren Denkmalbehörde hier im Blauener Rathaus und auch noch einmal beim Landesdenkmalamt in Dresden. Letztes Jahr ist uns dieser Antrag abgelehnt worden. Vielleicht haben wir dieses Jahr noch Glück und wir bekommen noch Förderung. Und ich bitte nach wie vor um Ihr Gebet und um Ihre Spenden. Danke. Noch folgende Einladungen und Mitteilungen. Die Kinderbibeltage in den Winterferien müssen aufgrund der derzeitigen Lage leider entfallen. Stattdessen wird es einen Kinderaktionstag geben. Dieser findet im Luthergarten statt. Es gibt verschiedene Spiele, Aktionen, kreative Angebote für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Der Kinderaktionstag findet am 17. Februar von 14 bis 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Pfarramt ist am Mittwoch umständehalber nur am Nachmittag geöffnet. Am kommenden Sonntag findet 9.30 Uhr in der Lutherkirche wieder ein Predigtgottesdienst statt. Der Spruch für die kommende Woche steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 13. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder und Gäste nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Und wir erheben uns jetzt zum letzten Lied, zur Nummer 66, die Vers 2.
und allen, die nicht zum heiligen Abendmahl bleiben, geht hin im Segen und Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.